Moin, was geht ab, Leute? Heute ziehen wir uns mal ein bisschen den WalkSnail Digital Meteor 75 Whoop rein in diesen wunderschönen abgedrehten coolen Bande und wir gucken mal, wie der DJI Mod für WalkSnail FPV VX Krams funktioniert und wir ziehen das Ganze jetzt rein und man, ja man, das Bando ist halt so mega chillig hier, gibt so viel zu erleben, so viel zu entdecken. 25 Milliwatt, wir probieren es einfach mal aus, ob das überhaupt fliegbar ist, Latenz, dies, das, jenes und sowas. Ja, man, zieht's euch rein, Leute. So, hey, ich wollte nur ganz schnell nochmal sagen, das habe ich nämlich irgendwie gestern nicht ganz so. Ja, hab ich vergessen. Auf jeden Fall. Mit dem Whoop, ich bin geflogen und ich werde euch jetzt zwei verschiedene Videos zeigen. Ja, darauf müsst ihr achten, weil HDMI auf analog runtergescaled. Das eine ist Aufnahme, wie ich es in der DJI-Brille sehe. So könnt ihr auch mal sehen, wie HDMI auf analoges Signal runtergescaled aussieht. Ansonsten, ich mache das mal so hin und her auf die Whoop-Aufnahme natürlich, was natürlich ein super schönes HD-Bild ist, und halt das Brillenfootage. Das Brillenfootage ist natürlich nicht ganz so gut, weil es halt quasi. HDMI auf analog sieht scheiße aus. Aber es funktioniert, es sieht besser aus als analog auf überhaupt analog. Ist besser als analog, Mann. Viel geiler, Mann. Und ja, Mann, ihr zieht euch jetzt den Flug rein. Dankeschön. So Leute, das war auf jeden Fall jetzt nochmal mein Test mal mit dem DJI WalkSnail Mod, will ich mal so sagen, hier in diesem abgedrehten coolen Bando. Teilweise war es echt, oh, ich meine, es ging übelst gut fliegbar. Also ich habe mich wohl gefühlt dabei. Da hinten waren so einige, wenn echt viele Wände dazwischen waren, die Millisekunden sind teilweise auf 170 hoch mit 25 Milliwatt. 25 Mbit, Tiny Whoop. Ich finde, das ist aber trotzdem in Ordnung, weil ein Tiny Whoop ist ja eher was für Indoor-Kram und so. Und ich glaube, mit einem großen VTX, für einen 5-Zoll-Copter, wenn du da wirklich deine 700 Milliwatt draufhaust mit 50 Mbits zum Beispiel, so wie es bei DJI eigentlich auch so gut wie jeder hat, ist es eigentlich vollkommen fliegbar, vollkommen geil. DJI, ihr könnt mich mal definitiv für mich, ich bin jetzt definitiv voll auf dem WalkSnail-Train und werde irgendwann doch mal umsteigen und sowas. Ansonsten, ich gehe jetzt nach Hause, ist kalt. Und ja, Mann, wir sehen uns, Leute, ne? Das ist im Übrigen Laura.